Herzlich willkommen zum Enjoy This Life Podcast Spirit Rebel, dem Podcast für mehr Lebensfreude und bodenständige Spiritualität. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Zu dieser Podcast-Folge habe ich vor einigen Monaten schon mal ein Video auf YouTube gemacht, wenn man Probleme mit dem Chef hat. Dieses Thema möchte ich nochmals aufgreifen, weil vielleicht nicht alle dieses YouTube-Video kennen. Und weil ich es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Und zwar, das, was ich in diesem Podcast erläutere, hat nicht nur damit zu tun, wenn du jetzt ein Problem mit deinem Chef hast, aber viele Leute schreiben mir immer wieder, hey Pascal, ich bin eigentlich ein guter Arbeitnehmer, ich arbeite korrekt und trotzdem werde ich zum Beispiel von meinem Chef kaum beachtet, ich bekomme keine Beförderung oder irgendwie reagiert der Chef komisch auf mich. An was könnte das liegen? Natürlich gibt es dafür viele, viele Gründe. Ja? Ich möchte hier aber einen Grund aufführen oder auf ein Thema eingehen, das die meisten Menschen einfach nicht wissen oder nicht beachten. Und wenn man das in seinem Leben anwenden kann oder wenn man das weiß und das verändert, dann kann das Leben mit dem Chef oder auch mit Mitarbeitern oder einfach mit Menschen im Allgemeinen viel, viel einfacher machen. Also vielen Dank, dass du bei diesem spannenden Podcast-Thema mit dabei bist. Und ja, legen wir gleich los. Vielleicht hast du auch Probleme mit deinem Chef oder mit deinen Mitmenschen oder vielleicht auch mit Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Wie ich schon im Intro gesagt habe, viele Leute fragen mich immer wieder, hey Pascal, ich arbeite eigentlich richtig oder ich mache eigentlich immer korrekt, ich bin auch immer höflich zu meinem Chef, aber irgendwie, komme ich da einfach nicht weiter, an was könnte das liegen? Und ich möchte dir ein spannendes Geheimnis in dieser Podcast-Folge verraten. Du musst verstehen, dass jeder Mensch eigentlich sensitiv ist. Du musst verstehen, dass jeder Mensch, egal ob der sich für Spiritualität interessiert oder nicht, dass wir alle ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl haben, dass zwar nicht alle dieses Bauchgefühl bewusst wahrnehmen oder bewusst verstehen können, aber nur weil es viele Menschen nicht bewusst wahrnehmen oder nicht verstehen oder richtig übersetzen können, heißt das nicht, dass nicht jeder Mensch ein Bauchgefühl hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kennst es bestimmt auch. Du triffst auf jemanden, du gibst vielleicht jemandem die Hand und dein Bauchgefühl, deine Intuition sagt dir, irgendwas stimmt mit der Person nicht, Oder du fragst vielleicht jemanden, hey, wie geht's dir? Und die Person sagt, mir geht's super. Aber dein Bauchgefühl sagt dir, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Person geht's gar nicht so gut. Die will was überspielen. Und das ist auch oft der Schlüssel, warum Menschen Probleme haben. Mit dem Chef zum Beispiel. Ich bleibe jetzt einfach beim Beispiel vom Chef. Ja, du kannst es aber auf jede weitere Person anwenden. Weil du musst verstehen, wenn du zum Beispiel vorne durch immer freundlich zu deinem Chef bist, wenn du lächelst, wenn du höflich bist, wenn du vielleicht auch fleißig bist, aber hinten durch, zum Beispiel zu Hause, bei deinem Partner, bei deinen Eltern, bei deinen Freunden, immer schlecht über deinen Chef redest. Ja? Wenn du einfach ihn schlecht machst oder ständig irgendwie zum Beispiel so Sachen sagst wie, ich müsste eigentlich diese Firma führen, ich habe ja viel mehr Ahnung wie mein Chef und. Also wenn du da ständig lästerst und schlecht über ihn redest, dann ist diese Energie, diese destruktive Energie, die ist im Grund dann in deiner Aura gespeichert. Ja? Und jetzt, wenn du am Montag zum Beispiel zur Arbeit gehst und du triffst auf deinen Chef und du sagst, Servus, hi, Herr Müller, und du bist freundlich, du lächelst und du bist vielleicht auch zuvorkommend, aber diese Energie von, du machst deinen Chef schlecht, du redest schlecht über ihn, diese Energie ist in deiner Aura drin. Und auf der unbewussten Ebene spürt das dein Chef. Ja, der spürt, du bist zwar freundlich, du bist nett, aber irgendwie hat er bei dir nie so ein richtig gutes Gefühl. Vielleicht ist ihm das nicht mal bewusst.
Vielleicht ist das auf einer extrem unbewussten Ebene, weil einige, die jetzt gerade diesen Podcast hören, die werden denken, ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass mein Chef so feinfühlig ist und das wahrnimmt. Aber genau, dass du schon wieder diese destruktiven Gedanken über deinen Chef gehabt hast, dass du es ihm nicht zutraust, dass er das wahrnehmen kann, zeigt ja schon deine Gedankenstruktur zu deinem Chef. Und jedes Mal, wenn du auf deinen Chef triffst, auch wenn du noch so freundlich bist, aber bei ihm gibt's immer unbewusst oder bewusst das Gefühl, irgendwas stimmt mit dir nicht. Dem kann ich nicht vertrauen, der ist nicht ganz ehrlich. Ich möchte dir zum Beispiel eine Situation erzählen, die ich mit einer Schülerin hatte. Einige werden jetzt denken, boah, der Typ ist aber krass drauf. Aber ja, vielleicht ist es krass, aber ich bin da sehr, sehr ehrlich. Ich bilde ja auch Menschen aus, also ich mache Ausbildungen, wo ich Menschen ausbilde zum Medium, ja. Und eines Tages hat eine Schülerin zu mir gesagt, hey Pascal, mir ist aufgefallen, du bevorzugst einige Schüler und andere Schüler förderst du weniger. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Und dann hat sie so gesagt, ja, aber das ist nicht okay, weil warum förderst du einige Schüler mehr oder warum bevorzugst du einige Schüler und andere Schüler, ja, die beachtest du nicht so groß oder du förderst die nicht so groß. Das ist doch nicht okay, warum tust du das? Und dann habe ich gesagt, schau, es ist ganz einfach. Die einen Schüler, die mag ich und die anderen Schülern, die mag ich nicht. Da war natürlich gerade mal Totenstille in der Ausbildungsklasse, ja. Und die Schülerin hat dann zu mir gesagt, ja, aber das ist doch nicht okay. Also wie kannst du die einen bevorzugen und mögen und die anderen nicht? Und mich bevorzugst du nicht. Also ich gehöre zu diesen Schülern, die du nicht bevorzugst, die du nicht besonders unterstützt. Meine Antwort war sehr hart, aber ehrlich. Ich habe dann gesagt, ja, ich mag dich auch nicht. Da war wieder eine Stille. Und dann hat sie gemeint, ja, aber das ist nicht okay, weil ich bezahle ja genauso viel wie die anderen und bla 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 bla. Und dann sage ich, ja, das ist richtig. Aber der Unterschied ist, ich habe dann gesagt, zum Beispiel Nancy, das war eine Schülerin, die ich gefördert habe. Und habe ich so gesagt, ja, die Nancy, die mag ich. Und weißt du warum? Weil zum Beispiel die Nancy ist nett zu mir, vorne durch, aber auch wenn ich den Raum verlasse, dann redet sie nicht schlecht über mich oder sucht die Fehler oder alles. Also auch wenn ich den Raum, wenn ich nicht anwesend bin, ist sie gedanklich und das, was sie sagt über mich, ist neutral oder ist eher auf der positiven Seite. Du aber, dich mag ich ja nicht, weil du mir zwar immer ins Gesicht lächelst, ja, weil du machst super mit im Unterricht, du bist bemüht, du bist ein guter Schüler, du probierst auch so, aber kaum bin ich weg, redest du schlecht über mich, du suchst die Fehler, du suchst die Unvollkommenheiten, also du bist ständig destruktiv, du probierst die anderen Schülern irgendwie auf deine Seite zu ziehen und so weiter, du bist ständig mit diesem destruktiven Negativen beschäftigt. Jedes Mal, wenn ich, da habe ich auch so gesagt, ich kann ja Aura lesen, ich lerne euch ja zum auch Aura lesen, also ich bilde die Leute im Aura lesen und im Jenseitskontakten aus. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, sehe ich zwar, dass du nett und korrekt zu mir bist, aber ich sehe auch deine Aura und ich sehe, wie du wirklich über mich denkst, wie du wirklich über mich redest und ich spüre das auch. Und wenn ich jetzt überlege, welchen Schüler möchte ich vielleicht für einen großen Vortrag an meiner Seite haben oder welchen Schüler möchte ich als Assistent an meiner Seite haben, was denkst du, wen wähle ich aus? Ist doch logisch. Ich wähle den Schüler aus, der auch loyal an meiner Seite ist, wenn ich nicht anwesend bin. Ich wähle doch nicht die Schüler aus, die nicht loyal sind. Und das ist das, was ich dir auch auf den Weg geben möchte. Wenn du nicht loyal deinem Chef gegenüber bist oder deinen Mitarbeitern oder deinen Freunden oder einfach um den Menschen um dich herum, dann kannst du von denen auch nicht Loyalität erwarten. Du kannst dann von deinem Chef auch nicht erwarten, dass er dich befördert, dass er dir mehr zutraut, weil der spürt unbewusst. Wir spüren das unbewusst. Die Menschen spüren unbewusst, wie du über sie denkst. Und es ist einfach eine sehr, sehr menschliche Geschichte.
wir bevorzugen Menschen, wo wir einfach auch spüren, die sind an unserer Seite oder die denken gut über uns oder die sind ehrlich, die sind korrekt. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerade ein Thema mit deinem Chef hast, lerne einfach eins. Entweder, wenn es dort wirklich so unaushaltbar ist, also wenn dein Chef wirklich jetzt ein ganz, ganz, ganz schlimmer Mensch ist, dann kündige und suche dir einen neuen Job. Aber dann lerne auch daraus und beginne nicht wieder überall die Fehler zu suchen. Weil als spiritueller Mensch sollten wir uns auch bewusst machen, jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch hat Schatten. Nur, worauf richtest du den Fokus? Richtest du den Fokus bei deinem Chef auf seine Schatten, auf seinen Mangel, auf sein das, was er nicht kann? Oder richtest du den Fokus bei deinem Chef auf das, was er gut macht? Und ich behaupte mal, jeder Chef hat Vorteile. Ich sage ganz vielen Seminarteilnehmern immer, hey, mach dir mal bewusst, dein Chef gibt dir eine Arbeitsstelle. Dein Chef bezahlt dir auch dein Gehalt. Dein Chef bezahlt im Weitesten auch dein Urlaub, dieses Seminar, dein Essen, deine Versicherungen und so. Klar, es ist vielleicht nicht der Chef selber, aber die Firma, ja, aber der Chef hat dich eingestellt. Also du findest bei jedem Chef auch ganz einfache positive Dinge, indem dass du dir nur mal bewusst machst, was du mit dem Gehalt, was du in dieser Firma verdienst, dir alles leisten kannst. Und das kannst du dir auch nur leisten, weil dein Chef dich eben eingestellt hat. Also probiere den Fokus bei deinem Chef wirklich auf das Positive zu setzen, dass du dir wirklich vielleicht jeden Abend auch eine Liste machst, was ist an deinem Chef okay, was ist besonders gut. Probiere auch oder höre auf damit, in seiner Abwesenheit ihn schlecht zu machen. Es ist ja im Grunde nur dein eigenen Mangel. Wir machen andere Menschen ja oft nur schlecht, weil wir eigentlich unseren eigenen Mangel spüren. Menschen, die immer bei anderen Fehler suchen und ihre Schattenseiten suchen, das sind Menschen, die eigentlich sehr unzufrieden mit sich selbst sind, ja, die immer das Gefühl haben, alle anderen sind schuld für ihren eigenen Mangel. Höre auf damit, ja, lerne wirklich in Abwesenheit von deinem Chef oder von Menschen nicht mehr schlecht über die zu reden. Mach genau das Gegenteil, suche die positiven Dinge, geh auch mal zu deinem Chef hin. Ich sage immer ganz vielen Seminarteilnehmern, geh mal zu deinem Chef hin, bedank dich mal, dass du bei ihm arbeiten darfst. Bedank dich mal. Vielleicht, wenn es die Situation zulässt, nimmst du ihn auch mal in den Arm und sagst mal wirklich Danke. Ja, wenn das echt und ehrlich natürlich ist. Beginne deine Art deinem Chef gegenüber zu verändern. Nicht nur in Anwesenheit, sondern auch in Abwesenheit. Und du wirst merken, irgendwann spürt der Chef diese Veränderung. Er wird es wahrnehmen, dass du deine Energie ihm gegenüber verändert hast. Und dann kann er auch ein netter Chef werden. Ich weiß, einige werden jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, das ist doch alles viel zu einfach und bla 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 und so weiter. Hey, aber probier es wenigstens mal aus. Ja? Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, als ich das damals selber kennengelernt habe. Und ich möchte dir noch kurz diese Geschichte erklären, einfach so, dass du auch verstehst, es ist möglich. Ich war ja früher Schauspieler, beziehungsweise ich war auf der Schauspielschule und ich ging in Deutschland auf die Schauspielschule. Und damals hatte ich ziemlich starken Schweizer Akzent und hatte auch Mühe, mich da in der Schauspielschule zurechtzufinden. Ja, und mein Lehrer, der mochte mich irgendwie nicht wirklich. Also es war mein Eindruck, dass mein Lehrer mich nicht wirklich mochte. Und das war bestimmt auch eine Tatsache, weil jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gegangen bin und mein Stück quasi, dass wir gerade geprobt haben, geübt haben, dann hat er gar nicht zugeschaut, er hat sein Handy nach vorne genommen, hat mit seiner Frau SMSen geschrieben, war da beschäftigt mit seinem Handy. Ich habe nebenher mir da, keine Ahnung, einen Wolf auf der Bühne gespielt und irgendwie so nach 4-5 Minuten hat er gesagt, na, alles scheiße, geh nach Hause, übe, das ist gar nichts, das ist keine Schauspielerei, was du machst. Und jedes Mal ging ich deprimiert aber von dieser Bühne runter. Und jedes Mal habe ich natürlich in den Pausen auch zu meinen Mitschülern gesagt, ja, das ist voll ungerecht zu mir, der mag mich nicht. Vielleicht mag er mich nicht, weil ich Schweizer bin oder weil ich die Sprache nicht richtig spreche oder weil ich da nicht und so. Also ich habe immer Ausreden gesucht und habe immer mit meinen Mitschülern auch schlecht über meinen Schauspiellehrer geredet, zu Hause bei meiner Mama schlecht über ihn geredet, überall schlecht über ihn geredet, weil er mir einfach auf die Nerven gegangen ist, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und ja, und irgendwann hat dann mein Geistführer zu mir gesagt, schau mal, suche an deinem Lehrer Dinge, die du lieben kannst.
Dinge, die du schätzt an ihm. Und ganz ehrlich, damals war ich noch so der kleine Hip-Hopper und ich habe zu meinem Geistführer gesagt, ich liebe überhaupt nichts an ihm. Was soll an dem toll sein? Das geht gar nicht. So. Und dann hat mein Geistführer gesagt, solange du ihn nicht lieben kannst, solange du nicht Dinge an ihm findest, die du schätzen kannst, wird er dich auch nicht schätzen, weil er zeigt dir nur deinen eigenen Mangel auf. Und am nächsten Tag bin ich gegangen und da habe ich meinen Lehrer angeschaut. Und dann habe ich gesehen, dass der ja Turnschuhe anhat. Und ich bin ja so ein kleiner Turnschuh-Freak. Also ich mag Turnschuhe, Sneakers. Also mich kennt man eigentlich nur in Turnschuhen so. Und ich habe dann gemerkt, hey, der hat Turnschuhe an und die sind eigentlich richtig cool. Okay, sie waren an meinem Lehrer, den fand ich ja nicht cool, aber die Turnschuhe, die waren ziemlich nice. So, und dann habe ich meinen Fokus, immer wenn ich mit ihm gesprochen habe, habe ich immer meinen Fokus auf seine Turnschuhe geredet. Also ich habe nicht mehr mit meinem Lehrer geredet, den ich nicht mag, sondern ich habe mit den geilen Sneakers geredet, die ich echt cool finde. Ja? Und dann, wenn er sein Handy nach vorne genommen hat, das Coole war, er hat dann plötzlich ein neues Handy gehabt. Und das war noch zu der Zeit, früher hatten die Handys ja noch keine Kameras, man konnte noch keine Fotos machen. Aber er hatte ein Handy, da gab es noch so diese Aufsteckkamera, wo man Fotos machen konnte. Und ja, die Fotos waren zwar total verpixelt, man kaum was erkannt, aber es war ein Handy, das Fotos machen konnte. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Alle Smartphones machen ja wunderbare Fotos. Aber damals war das echt ein Highlight, ja. Auch wenn diese erste Generation Handyfotos grauenhaft waren, total verpixelt. Aber er hatte so eins. Und jetzt hatte ich plötzlich noch einen Freund. Und nicht nur seine Turnschuhe, sondern jedes Mal, wenn er sein Handy nach vorne genommen hat, habe ich gesagt, wow, das ist der Typ mit dem coolen Handy, ja, das Foto machen konnte. Und so habe ich wieder meine Energie verändert. Ich habe dann nicht mehr für den Typ, meinen Lehrer gespielt. Nein, ich habe für das Handy gespielt mit der Kamera. Ich habe für die Turnschuhe gespielt. Ja. Und am Anfang war es immer noch so, geh nach Hause, übe. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich habe aufgehört, schlecht über ihn zu reden. Sondern ich habe da einfach gestoppt. Ich hatte immer noch ein bisschen Frust, aber ich habe gestoppt, über ihn zu reden. Ich habe gesagt, okay, ich suche mir noch mehr Dinge. Ja, und ich habe mir immer wieder mehr Dinge an ihm bewusst gemacht. Ich habe nur gesagt, okay, er ist der Typ, der mich als Schauspieler gut machen kann. Er fordert mich nur. Er ist nur mein Tester. Er will nur schauen, wie sehr schaffe ich es, wie sehr glaube ich an mich, wie sehr arbeite ich an mich. Und das Spannende war, innerhalb von einem halben Jahr hat er sich komplett verändert. Ja? Mit der Zeit hat er gespürt, dass ich nicht mehr auf Abwehr gehe, hat mir dann plötzlich zugeschaut. Ja? Er war plötzlich mein Unterstützer geworden. Und ich kann mich noch erinnern, als ich meinen Abschluss gemacht habe, das war 3/4 Jahr später, als ich das gecheckt habe, ich war im ganzen 4 Jahre an der Schauspielschule. Und im letzten Jahr, am Ende, am letzten Tag, sind wir noch zusammengesessen. Und dann hat er so zu mir gemeint, ey, Pascal, ist voll krass, wie du deine Energie mir gegenüber verändert hast. So, ich habe mich plötzlich von dir angenommen gefühlt. Am Anfang habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendwie, du magst mich nicht, du bist nicht ehrlich, du bist so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast mich auch nicht gemocht. Und dann sagst du, doch, eigentlich schon, aber irgendwie habe ich auch immer das Gefühl gehabt, du magst mich nicht, ja. Du bist nie, ja, irgendwie auf mich zugegangen und so. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, und dann hat er gesagt, und irgendwann hat das komplett verändert. Und dann meinte er so, hey, weißt du was, ich weiß nicht warum, aber dann zog er sein Handy nach vorne. Ich habe dieses Handy doppelt und ich möchte es dir schenken. Und für mich war das so krass, weil damals, zu der Zeit hatte ich kaum Geld, eigentlich gar kein Geld. Und mein größter Wunsch war immer auch so ein Handy zu haben mit einer Kamera. Und ich habe das Handy ja so geliebt, das hat mir auch geholfen. Und er hat mir dann sein Handy geschenkt. Und am Schluss sind wir echt noch fast Freunde geworden. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Weil das hat mir damals extrem geholfen, dass ich heute weiß, wenn ich mit jemandem regelmäßig zu tun habe und ich mich nicht angenommen fühle, achte ich immer, wie denke ich über die Person, wie rede ich über die Person. Und ich verändere dann mein Denken, mein Handeln und mein Reden und ich merke dann, dass die Person ganz, ganz anders auf mich reagiert. Liebe Freunde, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir auch hilft, dass dir diese Podcast-Folge auch Erkenntnis gibt. Ja, lass es mich doch wissen. Besuche mich auf Instagram, schreib mir unter diese Podcast-Folge, ja, wie es dir vielleicht so ergangen ist. Vielleicht probierst du das Ganze mal auf. Vielleicht hast du auch noch einen Trick. Lass uns austauschen auf Instagram. Wichtig ist, Leute, bitte schreibt mir keine Privatnachrichten.
Viele schreiben mir immer ganz, ganz, ganz viele Privatnachrichten. Ich komme nicht dazu, die alle zu beantworten. Schreib mir unter dem Podcast-Post, ja, weil da kann ich auch immer mal wieder Antwort drauf geben. Oder wenn ich merke, hey, diese Frage kommt immer wieder, dann kann ich gerne eine neue Podcast-Folge dazu machen. Also wenn du Fragen hast, kannst du das gerne auf Instagram machen. Ich freue mich mega. Vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Und vergesse nie, enjoy this life.